Willkommen zurück zu Donkey Kong Returns. Ja, nachdem wir das letzte Mal den Shit hier unten 6-4 geschafft haben, doch zügiger als erwartet, können wir nun zur Gefahr auf dem Plateau vordringen. 6-5, und ich bin echt, also ich bin heilfroh, dass wir 6-4 ohne größeren Schaden überstanden haben, weil das hätte durchaus lang dauern können. Die eine Stelle erinnert euch sicherlich dran. So, jetzt ist erstmal hier der Challenge. Gib mir Rambi! Mit Rambi ist das Level hier, sagen wir 20% einfacher vielleicht. Ist nicht so vielleicht, aber... aber immerhin eine kleine Erleichterung. Jetzt haben wir zumindest schon mal den ersten Checkpoint, wo wirklich nur die Schwierigkeiten die Kugeln sind. Kann man das schon relativ gut machen. Jetzt kann ich ja auch mal den Weg oben rum zeigen. Um die ganzen Gegner müssen wir uns keine Gedanken mehr machen, nur um die Abgründe. Das müssen wir auch so, von daher... einfach rennen. Nicht rennen, nicht springen. Das habe ich immer falsch gemacht, dass da gerannt, gesprungen bin ich einfach gerannt. Weil ich wusste, es gibt irgendeinen Trick, wie die Stelle ganz, ganz einfach ist, aber ich bin irgendwie nie so 100% drauf gekommen. Okay, das sieht sehr wackelig aus. Also ich meine, das suggeriert einem ja schon, also ich falle jetzt gleich runter, oder? So. Jetzt kommen mal die Stellen, wo sie einem dann auch Rambi nehmen wollen, aber... unser größter Feind bleiben einfach immer noch die Abgründe, deshalb... hätte ich mit dem G auch nicht geschafft, da im gescheiten Versuch, oder? Hinten ist Rambi... ah, die Bananen könnte ich mir mitnehmen, ne? Ist ja eigentlich ganz wertvoll. Jetzt hier weiter zur letzten Passage, wo Rambi durchaus auch noch nützlich ist, aber halt nicht gegen die Feuerdinger, da muss man passen. So, aber so ist mit Rambi gut machbar. Und weitere 75 Bananen. HGV, Plateau hat mir noch einen letzten Part dran hängen können. Auch wusste nicht, dass es so gut geht, von daher. Jetzt kommt noch die Bröselschlucht. Ja, genau, ich erinnere mich. Ich erinnere mich daran. Generell Level 6 ist schon atmosphärisch relativ geil mit dieser Northern Hemisphere Musik vor allem. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter noch rollen, damit ich den Gegner nicht treffe irgendwie. Weil die wissen ja, dass sie da so Treff 3000 jetzt nicht ganz so gern hat. Oh, alter scheiß Wortwitz wieder. Wirklich, dem sind scheiß Flatterflügel, als ob deinem Affen was macht. Wäre ich die Kirche, die mir richtig hart gegeben, Alter. Oder halt den Gegner einfach ohne, da habe ich das letzte Mal hab ich schon verpennt gehabt, von daher. Und ich finde vor allem, was das Spiel auch ausmacht, halt, dass die Elemente nicht so lieblos hingeworfen werden. Müssen, dass es auch ein bisschen nach einem Level halt aussieht. Okay, Alternative. Du kriegst eine von Latz geknallt. So, das war gerade ziemlich knapp übrigens. Will ich wieder mit allem anderen beschäftigen und nicht mit dem Spiel. Und das ist jetzt bis jetzt echt noch kein Grund, irgendwie zu failen. Ist auch den Gegner kann man eigentlich in Frieden lassen. Habe ich halt wenigstens einen Gegner damit weg. Wart, bis der da runter geht, und dann kann ich über ihn drüber springen oder auf und drauf sogar noch, wenn es noch geschickter machen. Besten die Gegner mache ja auch immer in einem Schlag direkt weg, dass dann auch noch nach auf im Prinzip den Torso noch drauf springen. So, jetzt hier noch einmal kurz hoch. Nein, 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 nee. Das ist so mies gemacht. Das ist so unfassbar mies mit diesen Skeletten. Auch auf die Falle falle ich im Spielmodus nicht rein. Ich glaube, im normalen Modus bin ich drauf reingefallen, aber da war es ja egal, wirklich.
Strike! Ja, auch der Ballon hier ist relativ einfach mitzunehmen, also... Es will eigentlich alles gut machbar, ich weiß gar nicht, warum ich hier so angestellt habe. Wahrscheinlich für die Quote, für das Skelett da umso mehr cool. Sollte ich eigentlich für das Thumbnail nochmal hingehen. Eigentlich die geht, das würde ich einfach überspringen. So, let's go. Komm, Feuerball. Beeil dich, dann können wir es hinter uns bringen. Das kleine Rendezvous hier. Da ich auf nichts wirklich achten muss, ist es auch deutlich einfacher als normal. Das Level würde ich einfach behaupten. Deswegen wäre es eigentlich traurig, wenn wir jetzt die Zeit verschwenden würden. Oh, es gibt noch eine Stelle, die ich gerade nicht so im Kopf habe. Ja, da können wir einfach rollen. Die Kugel erledigt dann den Rest für uns. Ja, also. Ohne Spaß mal. 15 Münzen, aber bald maximale Münzen, übrigens bei 999, habe ich noch gar nicht erwähnt, aber ja, kann man sich ja denken. Wie viel Part vom Spiel muss der 6? Wir sind schon mit 6, Alter. What the fuck? Das ist echt abartig krank. Wie schnell es hier geht. Wie gesagt, das sieht man als eigentlich den normalen Level keine Hindernisse. Ich wollte eigentlich, ich habe gedacht, ich habe wieder um festgehalten. Naja, dann halt nicht. Ja, weil genau das hatte ich im Kopf, dass es geht. Jetzt kommen wieder unsere Lieblingskrabben. Ah, damn, genau das sollte man eben nicht machen, wenn die Liane weg geht, dran springen. Deswegen immer die Rolle, damit man ein bisschen einholt, aber. Irgendwann holst du halt nichts mehr ein, aber hier können wir immerhin noch leben. So, also wirklich kann man sich auch anstellen. Ja, was ich sagen wollte, ist, man sieht eben dadurch, dass eigentlich die Schwierigkeit vom Spiel eigentlich... Ja, dass das Spiel nicht so krass schwer ist, wie manche tun, also... Es gab damals Rezension, oh, das Spiel ist viel zu schwer und nee, Freunde, das Spiel ist es, zum ehrlich sein, sogar, ja, nee, ziemlich einfach will ich es nicht sagen, aber ich finde Tropical Freeze deutlich, deutlich schwieriger vom Leveldesign her auch, allein nur schon. Ja, ich spiele jetzt langsam. Ich habe die Message, die ihr mir mitteilen wollt, verstanden. Ist ja auch wieder die Frage, verarschen uns die Kanonen? Was machen die? Aber ich verarsche die Kanonen! Oh, geht nicht. Ups. Hatte ich anders auf dem Schirm. Was eine andere Stelle, wo man rollen konnte. Ist ja auch ein bisschen Skillrun machen, das lasst mich. Wir einigen uns jetzt hier auf so ein Mittelding zwischen Skillrun und Nicht-Skillrun. Ah, den würde ich schon gerne im ersten mitnehmen noch. Ja, hier geht mich zurück, der will einen verarschen. Mit Diddy geht es, die Kanone zu verarschen. Genau, ja, okay, dann. Die Krabben hier, die hätte ich gern unten von meiner Plattform, auf der ich gleich wandeln möchte. Lass mich gucken, dass wir da irgendwie oben rankommen, oder? Ah, die Stelle ist fies. Nehmen kein Checkpoint reingepackt, habe ich es richtig gesehen? Ja, habe ich. Oh nee, ey.
jetzt nicht euer Ernst sein. Es geht nur mit Diddy hier die Abkürzung zu nutzen. Mit DK geht es nicht. Ich habe ja vorhin echt einen ziemlich guten Rollsprung so gemacht. Wahrscheinlich geht es doch nicht. Ich habe nur einen schlechten gemacht, aber kein Plan. So, jetzt muss man ganz kurz mir das anschauen, wie das denn aussieht hier. Hier hoch und dann gewinne ich dabei nicht allzu viel, außer dass hier vielleicht auf normalen drauf springen kann, dann weiterkommen. Oh, heute Lust, normalen zu schießen, danke. Mich hier so machen. Jetzt würde ich gerne wieder einen Checkpoint. Ah, das war das Teil, was man verarschen konnte. Aber gemach. So, Jackie. Soll gucken, dass die Kanonen irgendwie nicht gerade den Boden und den Füßen wegziehen. Das wäre nicht so cool. Auch da kann man, wenn man es geschickt anstellt, wieder ran, aber wenn man es geschickt anstellt, fliegen. Manchmal muss man ein bisschen timen, dann geht das. Das werde ich auch machen, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ist so ein Level, das ziemlich gefährlich, das mich spielen zu lassen, weil ich habe da jemanden. Nö, also eigentlich jetzt nicht so, ne? Das ist DK fast komplett weg und Skill ohne DK fast geht ja auch. Langsam wird's lächerlich. Eben so wollte ich den Sprung. Soll ich den Sprung vorhin auch angesetzt? Gut, spielen wir euer Spiel mit. Wenn ihr meint. Aber jetzt gehen wir hier ran, weil jetzt geht's gerade. Jetzt bin ich auch ein bisschen gemütlicher hier unterwegs. Diese Kanone, die sind so nervig. Einfach, man sieht es halt auch ziemlich scheiße. Tut mir leid, ich kann halt hier nicht an einem großen ultra-dimensionalen 4K. Okay, jetzt spielen wir langsam. Ich habe jetzt keine Lust mehr, irgendwelche Speed-Metzchen zu machen. Ich sag, das Level 8 ist sowieso als unnötig. Das ist kein Speedmetz, sondern einfach ein kluger Sprung nur. Genauso wie der. So, also so schwer ist doch nicht. Wann muss ich? Welche Richtung? Fuck, andere Richtung, oder? Ah ne, es geht auch so rum. Alles so rum habe ich noch nie gemacht. Jetzt nicht gecheckt, ob ich nach rechts oder nach links muss, oder muss ich hinaus? Weiß man, glaube ich, in die andere Richtung, was auch immer die andere ist. Alter, ich bin noch im Fass drin. Nervt doch nicht mal so, das Level ist echt nicht so schwer. Muss ich gucken, dass Lian im Moment auf einen Zukunft mal auf sie drauf jumpt. Alter. Hört auf. DK macht keine Rolle, wenn ich dir keine erzähle. Warum ist das hier ein Puzzleteil wäre, sind die anderen nicht kein Plan. Naja, egal. Was endlich geschafft war, eine schwere Geburt. Mann. Einen Schluck Wasser nehmen.
ganz unzivilisiert auch. Und weiter geht's zur Klippenkletterei 6-8. Ich werde hier nach definitiv eine Aufnahmepause machen, weil es, man merkt schon langsam, es lässt ein bisschen nach. Und trampel ich da eigentlich noch drauf. So. Schon für eine Sekunde wieder gedacht, es wird eng. Ich halt hier auch, ich kenne die Level halt in der Regel von einer Seite meistens. Das heißt, meistens kenne die Regeln die Level nur von einer Seite. Das heißt, gerade bei solchen hier. Seriously? Es lässt dringend nach, soll den Part eigentlich nach dem Level schon beenden, aber ich werde dann wohl wahrscheinlich wohl übel noch eins machen müssen für die Zeit halt. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt einfach ein bisschen mehr auf die Level. Laber weniger Shit, bin ein bisschen ruhiger. So. Genießen einfach schön das Monster da im Hintergrund. Es ist so schade, dass die Wii nicht mehr kann. Das Spiel wäre was, also nicht das Spiel wäre ein geiler Release-Titel für NX. Das ist einfach nochmal in neu, ein Remake von Donkey Kong Country Returns. Einfach mit geilen Hintergründen, also gar nicht viel vom Gameplay ändern. Also wirklich, das kann man eigentlich so lassen. Oh, geht auch rein, DK. Ich kriege ja immer jedes Mal wieder ein Leben. Merk schon, ich bin gerade sehr gut dabei, die bisher relativ gute Leistung im Projekt zu beschmutzen. Es ist halt gerade auch echt ein bisschen lame, was hier zum Teil abgeht. Ah, ist einfach das scheiß DK fast sein. Lass es halt. Das braucht doch kein Mensch, ey. Ich bin ja nicht gezwungen, die Gegner zu erledigen. Das heißt, habe ich hier gezwungen, ein bisschen einen guten Sprung zu machen. Ah, das war die Klippenkletterei, da hatte ich ja vorhin schon im letzten Part drüber referiert, über diese Stelle, die jetzt hier gleich kommt. Nämlich das hier. Alter, ey, das ist so knapp. Das sieht man so, das sieht man nicht so vielleicht. Oder vielleicht hat man es schon gesehen, aber. Alter. Okay, ich. Für eins reicht's noch, für sie meins. Und dann halt noch die volle Dröhnung, ne? Boah, es würde mich so wundern, wenn wir ein Level der vollen Dröhnung unter 15 Minuten schaffen, ab Welt 4. Ich hätte mal ein, zwei Sachen, fünf Boss rausgenommen, wohl auch der mich nerven wird, maßlos. Egal, jetzt sind wir erstmal hier noch bei normalen Leveln. Haben wir noch die, zumindest vom Namen her, schwerste Welt vor uns, Welt 8, wo man halt auch sagen muss, 8-1 geht, 8-4 geht, 8-2 und 3 interessiert Spiegelmus nicht so krass. Könnte Welt 7 vielleicht doch noch die härteren Brocken unter Umständen enthalten. Aber das wollen wir erstmal sehen. Wenn ich die Gegner so erledigen, ja, kann man sehr schön. Oh, der ist nur, hat nur einen kurzen Sprung gemacht, so ein bisschen riskant. So, müssen wir den hier nehmen. Ja, man sieht die Plattform hier trotz allem noch relativ gut. Was mich überhaupt wundert, obwohl man
den Rauch entfernt. Ah, das springt kurz da auch. Ja gut, habe ich nicht gewusst. Wo man Rauch entfernt, das ist trotzdem noch ein Silhouettenlevel. Natürlich sehr schade, es einfach aufzugeben. Ah, shit, das geht auch so nicht. Ich muss einfach hier geduldiger spielen bei den Stellen. Okay, das wird schwierig. Die Stelle muss. Das wird schwierig. Ach, komm ey. Ohne Witz. Irgendwann wird's langweilig. Auch das ist eine Stelle, vor der ich Angst habe, weil da weiß ich immer noch nicht genau, wie ich die machen muss. So? Ja, zumindest eine Möglichkeit, sie so zu machen. Alles klar. Ja, auch hier lieber ganz kurz warten. Ich habe mir gerade eingebildet, dass ich auch gerade auf einer beweglichen. Alter, das sieht echt so aus, als wäre ich auf einer beweglichen Plattform. Hallo, Checkpoint, danke. Den hier durch, kommt noch einer. Ich bin noch gesprungen, Alter. Hat sich wieder getrommelt, anstatt hier das machen, was er soll, nämlich zu rollen. Ah, 22 sind wir erst, ne? Läuft wieder gut, können wir wieder 6 Level schaffen. Weil ich mache auf jeden Fall noch eins und ja, haben wir wieder ein 98 Leben, cool. Was kommt jetzt? 7-2 ist. Eins fehlt mir vom Namen Stall, Pressenstampf, dann kommt. Nein, nicht normaler Modus. Ja, da gibt es auch zum Schluss eine Stelle, die ziemlich fies ist. Aber daran werden wir uns jetzt gewöhnen müssen. Alle maximale Münzen, was ist da los? Die schon hat mit maximalen Münzen, weil für maximale Münzen kann man sich schon ziemlich gut equippen, also. Jetzt habe ich erstmal die Stahlpressenstampfer. Ich fasse immer noch nicht, dass wir jetzt schon beim Stahlpressenstampfern sind. Nein, wie wär's damit mal, dass das mit Sicherheit kein Treffer war? Ich muss dringend aufhören, ich muss dringend aufhören. Das ist gerade echt nicht mehr gut. Ich bin kurz davor, mal die Speed-Taste zu drücken. Huni will auch nicht sterben, ey, mit dem scheiß Fass jedes Mal. Das regt mich auch schon wieder auf. So schwer ist doch nicht, hier durchzukommen. Kurzen Moment. Kurzen Moment.
So, geh direkt ungeschnitten weiter. Rollen, nicht springen, Dicke, danke. Ist übrigens, weil ich eben meinte, im letzten Part hatte ich noch keine schlechte Laune, jetzt habe ich schlechte Laune. Das letzte Part war immer noch eine schwere Stelle, das hier ist einfach noch unnötig. Gerade die Fails in diesem Umfang. Ganz ehrlich, schwer ist es nicht. Nur das hier ist halt schon ein bisschen tricky wieder. Kriegen wir noch hin. So, wieder ein erster Checkpoint, ganz nice eigentlich. Hier unten rum. Vielleicht alles um die Ohren rum. Das habe ich jetzt zu spät gesehen. Einfach gar nichts mehr. Ist immer das, ich finde es so frustrierend, die Anfangszustände von dem Gegenstand. Der ist am Anfang, kommt er direkt runter, statt einfach hochgefahren zu lassen. Die hier ist am Anfang oben, so dass man nicht sieht, dass da ein Hindernis ist. Das finde ich, also das finde ich ein bisschen, das finde ich schon ziemlich fies, um ehrlich zu sein. Schalter müssen wir zum Glück auch nicht mehr finden. So, hier, den kann man ja nur von der Seite machen. Überlegt, ob man auch von der anderen Seite machen kann, aber das geht nicht. Ah, da müssen wir auch mal. Geht's hier weiter mit lustiger, fröhlicher Heiterkeit. So, und jetzt kommt die schwierige Stelle in dem Level, nämlich das hier ist zum Glück direkt nach dem Checkpoint nicht ganz so asozial wie in der Welt 6, weil ich habe das im Let's Play immer so halbherzig gemacht. Ja, das wird jetzt auch nur so. Im Let's Play habe ich immer nur so halbherzig so, oh, lass dich halt treffen, oben gibt es eh ein Herz. Das geht halt jetzt nicht mehr. Beide auf einmal, das ist vielleicht die einfachste Lösung, dass man im Flow gleich drin. Ist auch nicht, dass man die geschafft hat, ne? Also, übrigens haben wir alle Herzen rausprogrammiert für den Spiegelmodus, wie großzügig. Ah, zu hastig. Warte doch einfach eine kurze Sekunde, ey. Weißt du, wenn ich schon weiß, dass es so eine schwierige Stelle ist, soll ich wenigstens danach dann. Oh, eine frustrierende Stelle. Okay, so frustrierend ist sie auch nicht. Weil ich jetzt eigentlich schon drin habe. Problem ist halt wirklich, dass das gerade die Level hier in Welt 7 mal sonst gesagt hat, ja, Treffer juckt keinen. Will jetzt auf einmal ein Treffer schon zum Problem. Wie soll ich das denn bitte sehen, ob das ein Ding, der jedes Mal kommt? Soll ich immer jede noch so kleine Wand inspizieren? Nicht ein bisschen viel verlangt, oder? Konzentration noch ein letztes Mal hier auf so ein Shit. Ich schreibe mir jetzt mal, da irgendwie sowas kommt. So, da kommt es, da bin ich safe und jetzt muss ich hier kurz warten. Ich mal abwechselnd da lang und weiter hoch, hoch. So geschafft, Alter. Gut, dann haben wir jetzt hier uns wieder mehr als schwer getan. Ich glaube, ich muss hier einen Weg im Level nicht mehr fortsetzen oder die Session kann ich beenden. Bis dann. Ciao.